Willkommen zurück zu Duett. Es geht weiter mit dem Epilog. Wir haben die Herausforderungen letztes Mal abgeschlossen. Mehr oder minder gut. Aber wir haben es geschafft. Ich mache den Sound noch ein bisschen leiser. Wir steigen jetzt rein in das Vertrauen. Hier steht einiges vor uns. Verständnis, Kontrolle, Identität, Initiative, Intimität und Integrität. Und wir starten natürlich erstmal mit dem Vertrauen. Los geht's. Sieht anders aus. Oh, hallo mal wieder. Das hier ist der Beginn einer ganz neuen Reise. Kommst du mit? Ja. Oh, das ist ja. Komm schon. Du erinnerst dich doch. Halte rechts. Okay. Auf jeden Fall finde ich diese Map jetzt. Also ich finde das sehr viel cooler. Jetzt. Vertraust du mir nicht? Hab ich doch. Oh, ich hätte rechts drücken müssen natürlich. Juhu. Wow, der hat mich verarscht. Der wollte mich da und rechts klicken lassen. Dabei ist es jetzt links. Und dann wieder rechts. Aber ich finde das irgendwie cool. Wirst du mir je wieder vertrauen? Ich weiß es nicht. Sollte ich? Eventuell, wenn du dich anstrengst, vertraue ich dir auch wieder. Du musst irgendwo anfangen. Ich muss gar nichts, ja. Ich muss gar nichts. Schon gar nicht dir gegenüber. Ich schulde dir nichts. I own you nothing. Nett? Du musst dir zunächst selbst vertrauen. Ich vertraue mir. Ich kenne mich ja dann doch schon ein bisschen länger, ja. Dann ist es immer einfacher mit dem Vertrauen, wenn man sich länger kennt. Ich habe auch ein bisschen Menschenkenntnis. Deswegen weiß ich, dass ich mich verstehen kann. Und jetzt kommt das Verständnis. Läuft gut, aber es geht rein um die Trennung von Sorgen. Jolloppa, hallo da. Interessant. Wir alle am Anfang und ein Ende. Das ist jetzt echt unfair. Okay, also ich weiß jetzt, was passiert. Nein! Ich habe gesehen, dass das passiert, aber ich konnte es nicht richtig verarbeiten in meinem Kopf. Verdammt, zu früh. Viel zu früh, Leute. Okay. Interessant. Aber wo endest du? Und wo fangen die anderen an? Sehr interessant hier. Nein, es geht ja erst, wenn ich durch bin. Okay, ich hab's begriffen. I got it, boys and girls. Siehste, ich hab's begriffen. Wie ich gesagt habe. Läuft. Willst du deine Welt nicht verändern? Jetzt wird's interessant. Okay. Schön. Meine Welt ist offen und grenzenlos. Schön, wenn's. Na, viel zu früh. Was ist das denn? Schön, wenn's grenzenlos ist. Okay. Sehr schön auf jeden Fall. Also bei mir ist übrigens gerade Montag, also relativ aktuell. Ich hatte nach dem letzten Part, diesem endlos langen Part, ehrlich gesagt vorerst keine Lust auf Aufnahmen in Duett. Hab aber die Daily Challenges gemacht. Wir können diese Welt teilen, weißt du. Ich habe meine Daily Challenge natürlich immer gemacht. Einfach nur um... das war knapp. Endlos Epilog-Modus freigeschaltet. Das heißt Part 3, die Kontrolle. Blick auf die Uhr immer mal wieder richten. Ich weiß, dass es manchmal so anfühlt, als hättest du keine Kontrolle. Das Unkontrollierbare kontrollieren zu wollen, kann sich sinnlos anfühlen. Okay. Schon die Illusion von Kontrolle kann Frieden bringen. Ich mache jetzt übrigens extra, lese ich euch vor, was da steht. Oder was die immer vorliest. Weil ich nicht weiß, ob ihr Lust habt, auch noch zu lesen. Okay.
Ja, also wie gesagt, ich hatte keine Lust vorerst. Ich habe aber die Daily Challenges gemacht. Das sind jetzt 14 am Stück, glaube ich, bisher. Also die letzten 2 Wochen habe ich jeden Tag meine Challenge gemacht. Einmal konnte ich leider nicht, weil ich da beim Junggesellenabschied war. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich habe es ein paar Mal erwähnt. Aber Kontrolle ist nicht immer nur zeitlich begrenzt. Ach verdammt, da war ich gerade panisch. Niemals in Panik verfallen. Nochmal. Geht doch. Gibt es eine andere Möglichkeit? Wir wissen es nicht. Hui. Also ich finde es auf jeden Fall cool, dass diese Level hier jetzt komplett anders sind. Also wir haben jetzt hier komplett neue Herausforderungen, dieses Auseinandergehen, Zusammengehen. Atme tief ein und lass dich einfach fallen. Ich glaube, die wollen mich ja zum Scheitern bringen. Ich meine, wenn ich einfach nur einatme und nichts mache, habe ich ja nichts davon. Komm. Das hatten wir doch schon mal geschafft. Was ist denn hier los? Wir waren doch schon relativ weit. Ich muss dann einfach andersrum drehen. Ja, also wie gesagt, ich habe hier die Challenges durchgezogen soweit. Ich hätte es ja gerne auf meinem Stream gemacht, aber es ging ja leider nicht. Ich hoffe, dass sie das inzwischen gepatcht haben. Es kam nämlich ein Update raus. Ich habe mich jedoch nicht mit den Patch Notes befasst, wenn ich ehrlich bin. Nein, da gehe ich zu weit nach links, vor allem zu früh. Aber wir haben immerhin schon mal das Ende gesehen dieses Abschnittes. Also des aktuellen Levels. Parts, wie auch immer. Zurück, rum. Oh, geht doch. Herausforderung des Abends freigeschaltet. Zeitlich sind wir richtig gut. Jetzt kommt die Identität. Wir haben Kontrolle schon fertig. Es läuft gerade richtig gut im Epilog. Wer bist du? Ach komm. Ja, okay. Wie bist du hierher gekommen? Das ist sehr interessant. Mit diesem Zittern. Suchtest du nach mir? Ich weiß es nicht. Habe ich nach dir gesucht? Haha, da wollte mich veräppeln. Nicht mit mir, mein Freund. Oder meine Freundin. Was brauchst du? Hier Nerven aus Drahtseil. Schöne neuen Effekte. Was du willst, also was ich will. Och, gibt ein paar Sachen. Auf jeden Fall, ich finde diese Idee richtig gut. Und jetzt haben sie hier noch ein paar neue Effekte mit reingebracht. Und da habe ich es verkackt. Es hätte so ein schöner Run werden können. Das ärgert mich. Weil es unnötig war, da gerade zu sterben. Beziehungsweise zu scheitern. Ja. Deswegen. Du bist, was du bist. Okay, jetzt kommt es da so. Instant nach da drehen, alles klar. Jetzt wird es wieder unfreundlich hier. Ich dachte, wir wären Freunde. Tut man das seinen Freunden an? Ich glaube nicht. So, nach da, nach da, nach da, nach da. Nach da, nach da. Nach da, nach da. Schön. Die Initiative kommt. Schaffen wir den Epilog in einer Folge? Wir sind erst mal 9 Minuten. Nur durch Tatkraft können wir vorankommen. Ich muss den ersten Schritt machen. Ich mache doch schon viele Schritte. Guck doch mal, wie viele Schritte ich schon gemacht habe. Ich habe meine Spuren überall hinterlassen, in den ganzen Leveln. Viele Entscheidungen liegen vor uns allen. Okay. Einige Entscheidungen fallen leicht. Das stimmt wohl.
Ich denke immer, dass die automatisch irgendwann auseinandergehen, aber ich vergesse immer wieder, dass ich die erst triggern muss, die mich so mache. Irgendwie Konzentration hochhalten während des Bubbles ist nicht gerade einfach. Andere Entscheidungen erfordern größeres Verständnis. Naja, viele Entscheidungen ändern unser Leben für immer. Die Spitze zeigt die Richtung an. Denk doch mal dran jetzt. So rum nämlich drehen und dann so rum und dann so rum und dann so rum und dann sagen Hallo. Dann den doppelten Hängerbleiber. Vielleicht wird das ja irgendwann mal E-Sport. Dann habe ich einen Vorteil, weil das ist doch schon relativ viel gespielt. Schon wieder! Ich hatte immer den Drang, das zurückzudrehen. Ich weiß nicht warum. Es ist ein Drang. Ignoriere den Zwang. Ja, jetzt habe ich es total verkackt. Aber okay, wir machen hier weiter. Bis etwa die Viertelstunde zusammen ist. Je nachdem, wie weit wir da kommen. Intimität. Wisst ihr was? Wir haben jetzt die Intimität. Wir sind jetzt bei 11 Minuten. Ah doch, wir machen nochmal. Ich dachte, ich mache vielleicht die Herausforderung des Abends. Hör auf, nach einem Ausweg zu suchen. Das habe ich dummerweise erst gelesen, nicht aufgepasst, also gut. Interessant, jetzt haben wir so kleine. Reiße deine Barrieren nieder. Okay, also auseinanderbleiben. Und dann zusammenbleiben. Hui. Auseinanderbleiben, zusammen. Du, höchsten Barrieren sind die, die wir selbst erschaffen. Da wollte wahrscheinlich eher die heißen und nicht du. Kleiner Fehler, aber kann man ihn verzeihen. Öffne dich mir. Ich weiß nicht, warum sollte ich. Was hast du bisher für mich gemacht? Jetzt wird es natürlich richtig unfair mit dem ganzen Gezittere und dem Öffnen und Schließen. Und dann noch da wissen, wie es weitergeht. Das ist ja jetzt so eine Sache mit Abschätzen, ja. Ich muss abschätzen, wann gehen die denn wie zusammen und wann nicht. Das ist nach den, nach den, nach den. Wir beide haben so viel gemeinsam. Haben wir das? Ach ja, woher kommst du? Kennen wir uns? Das Problem ist auch, du kannst den ja auch nicht ausweichen. Also wenn du dich einmal falsch entschieden hast, hast du schon verloren. Denn du hast keine... Ah, zu früh. Du hast keine Chance mehr danach. Also diesen kleinen Zusammen-Auseinander-Geh-Dingern. Wenn du dich da einmal falsch entscheidest, kannst du nichts mehr ausweichen. Auseinander! Auseinander! Komm schon hier. Zack, zack, boom. Ich wollte zusammengehen. Jetzt habe ich den echt. Okay, auseinander. Nein, jetzt komm. Es war so gut bisher. Es war einer meiner besten Runs, gerade in diesem fortgeschrittenen Level. Bitte tu mir das nicht an. Wir können zusammen sein. Können wir das? Keine Chance. Wenn die einmal dich erwischen, hast du keine Chance mehr. Weiterdrehen. Okay. Geschnallt. Bin ja keiner von gestern. Zack. 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 Ha! Da haben sie mich wieder erwischt. Aber okay. Zack. Zack.
zu früh reingedreht. Also die, was ist das gerade? Intimität? Ich glaube ja. Und das ist schon die Integrität. Die würde ich noch machen. Und dann war es das auf jeden Fall für die Folge. Ich habe leider keinen Überblick, wie weit wir hier aktuell sind. Boah, der Sound war gerade ein bisschen unschön, muss ich sagen. Willst du nicht mit mir zusammen sein? Ich weiß es nicht. Du bist ganz schön forsch. Du gehst ganz schön ran, muss ich sagen. Oh, da muss ich direkt zurückziehen. Alles klar. Also erst den hier, dann den. Schaffe ich das beim Durchziehen oder muss ich ihn da zurückschnellen lassen? Einfach gar nichts tun, das ist noch einfacher. Schön. Wir können uns näher kommen. So, die sind auf jeden Fall auseinander. Die auch. Also die ersten beiden sind auseinander. Das heißt, wir gehen so rein. Und dann reagieren wir gar nicht. Das ist der Trick. Das ist nämlich ein Cheat. Ja, den habe ich gefunden. Auseinander. Auseinander. Man könnte meinen, dass das irgendwann so eine Art Gefühl entsteht, dass man weiß, wann man was machen soll. Ist vielleicht auch bei anderen der Fall, bei mir nicht. Ich hab's nicht so mit Gefühl, wie ihr merkt. Wir gehen zusammen. Auseinander. 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 Zusammen. Ich weiß, ich wollte nach rechts. Ich habe dummerweise falsch gedreht. Ich habe auf die rechte Taste gedrückt, weil ich meinte, geh nach rechts. So geht das aber dummerweise nicht. Okay, nochmal. Schade. Knapp hängen geblieben, kurz vom Ziel. Zumindest sieht das aus wie das Ziel. Okay, jetzt so. Wir könnten so viel besser sein. Könnten wir das? Entschuldigt wieder, dass ich ein bisschen ruhiger bin, aber es sind jetzt wieder diese Passagen, wo doch so ein bisschen Konzentration nicht schlecht wäre. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht mit Duett. Bis dahin noch einen schönen Tag. Ciao!